So, da sind wir, Leute, und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Yeah. Ja, den haben wir jetzt mal kennengelernt, diese suspekte Person, ne? Und die Hauptquest war ja die, der große Bruch, ne? Beeindruckt von seinen Fähigkeiten bot Alpenor Alexius den Auftrag seines Lebens, einen Feldherrn zu töten. Allerdings befand sich sein Ziel in Megaris. Alexius benötigte also ein Boot. Sprich mit dem Schiffbauer. So, der ist ja bestimmt hier am Hafen. Sprechen wir den mal an, mal gucken, was der will. Vielleicht braucht er noch Materialien. Können wir den dann so besorgen halt, ne? Okay. Ich brauche ein Schiff. Ich sollte den Schiffsbauer aufsuchen. Ah, wir sind ja gar nicht am Hafen. Der Hafen ist ja da unten, ne? Okay, wir sind ja... Hier sind wir. Okay, das ist ja ganz nah, ne? Gehen wir mal gucken, was der erstmal will. Entschuldigung. Ich will einmal hier runter. Mal verstecken. Und direkt rüber. Krass, ne? Man kann auch über die Dächer reden. Am Baum kann er sich auch festklettern, ne? Festhalten, meine ich. So, das ist der Schiffsbauer. Ein schönes Schiff, Telemenes. Alexios! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Nenn einen Preis. Ich muss von dieser Insel runter. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalinia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalinia. Hier finde ich immer wen, der eine Pechsträhne hat und umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Okay. Gerüchte machen mir keine Angst. Das hilft nicht. Das ist nicht hilfreich. Malaka. Wie soll mir das helfen? Dieses Monster hält Kefalinia ja schon lange genug im Würgegriff. Ich dachte mir, wenn uns jemand von seinem Gestank befreien kann, dann du. Telemenes, was hat das mit meiner Suche nach einem Boot zu tun? Ich habe auch gehört, dass das Schiff des Zyklopen in der Kleptusbucht liegt. Mhm. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Mhm. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Okay, das Kann ich ein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Genau. Zwei Fliegen, ein Schlag. Ein Schlag, ne? Der Zyklop ist nach Gefallen zurückgekehrt. Gerüchte zufolge hat er im Zentrum der Prenoi-Halbinsel angelegt. Du findest ihn in der Kleptusbucht. Prenoi-Halbinsel? Prenoi-Halbinsel. Aha, da. Da, wo wir noch nicht waren, ne? Das ist dieser Ort. Da, wo wir noch nicht waren. So, hier gibt es aber noch so eine Nebenquest, ne? Was sollen wir jetzt einfach mal dahin? Was machen wir jetzt? Markus Weingut. Da waren wir noch nicht. Brennfieber. Aber wir gehen mal ein bisschen erkunden hier, ne? Da war schon einer. Synchronisieren.
Sehr nice, sehr, sehr nice. Okay. Hier gibt es auch noch so Quests. Nein, gibt es keine, ne? Es gibt keine Quests hier. Okay. Das ist ja ganz weit hinten, ne? Das ist ja irgendwo da hinten, ne? 600 Meter, ne? Unten gibt es auch nichts mehr. Vielleicht entdecken wir da neue. Fragezeichen, ne? So unentdeckte Orte, bestimmt, ne? Genau, lass uns mal an diesen Ort dann auch nochmal entdecken. Und weiter geht's. 600 Meter, da hole ich mir aber unseren Freund. Der große Bruch. Und los. Und los. Hier entlang. Ein bisschen reiten. So, und wenn ich jetzt gedrückt halte, das A, ne? Dann geht automatisch dahin. Ist das nicht cool? Muss nichts machen. Sicht. Ah, die ist ja recht überschaubar, die Insel, ne? Was? Warum? Ah, nein. Hab mich getroffen. Der Hund, der ist auch noch da, ne? Mich nicht. Boah. Was ist das? Okay, waren hier einfach so Banditen hier, ne? So eine spontane Aktion hier. Habt ihr hier was Besonderes? Tolles? Nein, ne? Okay, wir reiten weiter. Haben die auch nichts gehabt? Heben. Der hat noch was. Leder. Okay. Ich wollte mal kurz mal die Ausrüstung gucken. Wir haben bestimmt was Besseres wieder, ne? So, zum Beispiel hier Helm. Was gibt es hier Neues? Ah, Stufe 6. 25. Der hat, siehste. Attentatschaden. 1% für alle Schäden. Okay. Gravieren lassen. Der hat aber 25, ne? Drei mehr. Zack. So sehen wir jetzt aus. Hier gibt es nichts Neues. Da haben wir noch so mal Beinschienen bekommen. Auch Stufe 6. Die ziehen wir auch direkt an. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Da eine Waffe vielleicht. Eine bessere. 75, ne? Da haben wir auch noch 75. Viermal Jägerschaden. 75 Attentatschaden. Okay, mach mal Jägerschaden. Stufe 7. Okay. Speer, ne? Na gut, dann haben wir die alle. Wieso wird er mir immer noch angezeigt? Ach, der hier. Sehr gut. Haben wir auch einen besseren Bogen? Stufe 5, ne? Okay, Stufe 5 ist okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Ah, Fähigkeiten haben wir auch noch, habe ich gesehen. Warte. Was ist mit Quest?
ist okay. Ein Odyssey 3 Welt offen. Okay, okay. Fähigkeiten haben wir da früher. Ein Punkt, ne? So, so lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Fülle 25% der maximale Gesundheit wieder auf. Fülle 25% der maximalen Gesundheit wieder auf. So, wenn ich dann fast am Ende bin, ne? Okay, das ist. Richtig 150% Kriegerschaden. Cool, das ist auch eine. Kriegerschaden. Was ist das? Ah, die Geheimnisse auf der Bahn. Das sind die Attentate. Ja, mach mal das hier. Das hört sich doch gut an. Oder was war das unten? Innere Kraft. Okay, das will ich jetzt nicht. Das ist so gut mit den Schildern, ne? Wo tun wir das denn oben? Einfach mal. So. Ziehen wir aber weiter. Vamos. Vamos. Na los. Na los. Bring mich hin, Vorwurfs. Oh, wir sind schon in der Nähe des Ziels. So, Icarus. Okay. Wow, das sieht ja cool aus. Was ist das denn für eine geile Bucht, ey? Wow. Sehr nice. Okay, Icarus. Ach, da sind jetzt überall Gegner. Die Bösewichter. Okay, okay, 6 hat er, ne? Stufe 6 auch. Sind einige hier. Wo muss ich denn eigentlich hin? Noch mehr. Da oben, das ist... Gehen alles durch und wir machen alle kalt, ne? Genau. Na los. Na los, vorwärts. So, hier geht's los. Ella. Hier waren wir doch gerade. Sorry. Ich habe mich verfahren. Da 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 da. Ich habe mich verfahren. Da 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 da. Hier runter muss ich. Ella. Ella. Hier fängt so ein kleiner Hafengebiet an. Kleptusbucht. Wenn ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Ja, okay. Ich werde mir Mühe geben. So nice, echt. So, ihr könnt erstmal hier frei, ne? Imaton. Imaton. Was zeigt er mir die ganze Zeit mit den Icarus? Muss ich die jetzt alle markieren oder? Warte, wo ist die? Die Person hat schon. Da ist der, genau. Nehme ich mir vor. Da ist der Zyklop. Wo hängt der da rum? Banditenführer, genau. Ist klar. Oh, das sind aber einige, ne? Da zieht das war einige. Einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Oh, so geht das nicht. Wir müssen das ändern. Der ist jetzt da alleine, ne? Ist er das? Guck mal, die sind da unten alle. Wir gehen einfach hier oben. Ha! Was ist jetzt? Die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Waren aber was. Welchen Unterschied machen? Sie alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los.
Niemand coole. Auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen. Hat der Zyklop gesagt? Hat du deine Gefühle verletzt? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst es? Dann hol es dir. Das ist ja cool. Was? Genau, pariert und direkt da drauf. Hilft mir denn keiner hier? So, du kriegst einen Tritt. Ah, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Jetzt kümmere ich mich um euch, ey. Der Fuß folgt. So. Jetzt kriegst du einen Tritt. Du kriegst den hier. Auch noch ein paar drauf. Der ist zäh. Sehr gut pariert, geil. Da sind drei aber zu viele. Mach mal einen weg. Einer ist noch so mit dem Bogen da. Warte. Wie sieht denn hier, Alter? Aus dem Weg. Ah, ich bin ausgewichen. Ich mach mal den Bogenschießer mal weg hier. Den Bogenschütze. Bogenschießer, auch nicht schlecht. Lass dich mal kurz mal heilen. Ich muss mich von denen verstecken, damit ich mich jetzt heile. War das so wichtig? Warte, auf dich komme ich gleich zurück. Oh, die suchen mich. Ah, und jetzt heile ich mich, ne? Aha. Wenn die mich nicht mehr sehen und ich kurz Zeit habe, dann heile ich mich. Okay, nimm mal dich erstmal. Eliminieren. Zack. So geht's ganz gut. Was ist mit dir? Was? Schade. Oh nein, der hat mich. Das ist eine Sie, ne? Keiner gibt auf! Ja. Voll der Kampf hier, Alter. Sehr gut. Das ist so cool, echt. Geil, haben wir die jetzt alle? Oder sind noch ein paar? Oh. Alter, nicht mit mir, ey. Oh, weggemetzelt, immer. Sehr gut, okay. Schwert, Stufe 6. Du lebst noch? Sehr geil, jetzt können wir hier alles abklappern. Die große Bucht, ne? So. Was gab's da? Da unten gab's einen Schatz. Mit dem Typ können wir auch noch reden, ne? Ich bin mal runter.
ob es irgendwie so einen Schatz gibt. Was ist das denn hier, eine Höhle? Kann man da drüber tauchen? Kleptusbuch. Was gibt es denn hier? So eine Bucht. Freie den Schiffsbrüchigen. Hier ist schon Ende. Vielleicht sollten wir hier noch nicht sein, ne? Ja, ich mache erstmal oben. Erstmal oben alles sauber. Aber gut zu wissen, dass es hier reingeht. Vielleicht gibt es auch so eine Mission hier rein. Das kann auch gut sein. Also wieder zurück, bitte. Zack. Rein da. Tauchen. Und durch. Aha, da geht's noch hoch. Hier wollte ich weiter gucken. Ah, da ist noch einer, dem wir hier helfen können. Kaum einen Tag auf Kefalenia und so heißt man mich willkommen. Es kommt ein Schiff gefahren. Was? Das wird nicht alle so schlimm. Ja, ich wollte erstmal hier gucken. Warte mal. Ich wollte erstmal den Schatz gucken. Schatz plündern. Drei Schätze. Oh, Stufe 7 gibt es auch noch was Tolles. Okay. Okay. Also, warte mal. Du kannst ja kurz warten, ne? Wir machen nicht gleich. So, was gibt's hier oben? Eine Typ. Was hast du noch gehabt hier? Aufheben wollen wir dich nicht. Zack, zack, zack. Talisman der Artemis. Okay, Questgegenstände. Talisman der Artemis. Wir machen das noch nicht. Warte mal. Wir gucken erstmal hier. Überall. Okay. Gehen wir hier rein. Was gibt's hier drin? Ah, die lassen wir mal drinne. Da steigt das schon hoch, ne? Ja, ich guck noch ein bisschen. Warte mal. Ich will noch ein bisschen schauen. Aha, hier war das hier. Okay. Geh ich hier mal hoch. Dann hier mal hoch. Dann haben wir so eine Übersicht hier, ne? Hier, komm, wir reden mal mit dem Typ. Wer bist du denn? Gefangener befreit. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Bei Zeus, diese kefalenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Zum Glück bist du auf meiner Seite. Sie scheinen sich zu fürchten. Ich wollte ja noch die Schätze finden. Okay, wir kommen nochmal zurück bestimmt. Dann eskortieren wir den mal zurück. Wo willst du denn hin? Ich hab hier ein Pferd.
Barnabas. Eskortiere Barnabas. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Alexios, Söldner von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Das war Zufall. Ich bin die Antwort auf deine Gebete. Du hast gerufen, ich habe dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern. Du bist der Erste, dem ich es glaube. Erzähl mir von deinem Schiff. Also hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Und wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Klingt, als schuldest du mir was. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Dienst. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Sprich mit Barnabas im Hafen von Sami. Okay. Jetzt können wir da ein bisschen gucken, ne? 600 Meter. Der große Bruch. Ich wollte hier noch ein bisschen die... Zwei Schätze sind noch hier eigentlich. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Ich hatte ja so eine Maschine hier, warte. Zack. Ah, der hat einen ganz kleinen Radius, ne? Okay. Gehen hier mal hoch einfach. Plündern hier mal ein bisschen. Da habe ich schon mal zum Beispiel eine Leiter gesehen. Die führt ins Nirgendwo. Sehr gut. Ganz runter. Was ist denn hier alles? Was? Sternenobservatoire? Was? Wo? Hab ich entdeckt? Die Bucht oder was? Ich meine die Bucht. Dann nehme ich das hier mit. Ein paar Drachmens. Da, du hast auch noch was, ne? Klettern überall. Dann nehmen wir das auch noch mit. Da will ich ganz hoch. Hier gibt's nix. Ist er hier am Klettern, ey. Ein paar Drachmen. Da oben geht's bestimmt raus. Balanciert. Sollen wir das jetzt mal machen, was der jetzt will? Und wir machen das mal, ja. Was?
Okay. Die Quest verfolgen. Sprich mit Davos. Ornios, endlich wieder vereint. Dieser Söldner war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl ihn für mich, Davos. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle so schlimm. Okay. Quest abgeschlossen. Na gut. Das war ja easy. Ja, wieso auch die Leiter benutzen, ne? Wieso auch die Leiter benutzen? Vorsichtig. Vorsichtig. Was ist das für eine Markierung da unten? Dass es da irgendwie reingeht in die Höhle, ne? Okay. Dann haben wir das alles abgeklappert jetzt, ne? Aber die Schätze haben wir nicht gefunden. Was liegen hier? Fackel. Kann man immer gebrauchen. Tja, ich weiß es nicht. Meißel. Ich muss mal dann doch in die Höhle, ne? Damit wir das abschließen. Ja, das ist so ein Gebiet hier. Fall. Wir müssen dahin. Planänderung. Ah, nicht tauchen. Einmal hoch. Und hier rein. So, jetzt die Fackel. Kleptusbucht. Ja, genau, da. Schon wieder was am Blinken. Alles mit hier. Erkundungstour. Oben war noch was. Runter und durchsuchen. Einmal da. Hier gibt es auch irgendwas, ne? Ganz vieles. Drachmen. Echtes Leder. Lavendel. Sehr gut. Schatz plündern. Drachmen. Ist das jetzt hier so ein Ausgang? Ich bin jetzt hier geraten, ne? Okay. Okay, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass das hier reinging, ne? Und hier ist doch wieder hier in der Bucht. Geil, dass das hier einmal so rumgeht, ne?
verlorener Schlüssel. Leptos Bucht. So eine Fackel brauchst du nicht mehr. Das ist ein Drachmann. Geht's da noch irgendwo weiter rein hier? Nein, ne? Gebäude, wo das reingeht. Hier oben. Da waren wir schon. Hat er was gefunden? Hat er was gefunden oder nicht? Da hat er was gefunden. Da ist der dritte Schatz. Yeah. Cool, haben wir das ja auch abgeschlossen, ne? Sehr nice. Meter. Warte. Kleptosbuch, genau, wir haben die komplett, ne? Ah, da könnte ich hochgehen. Das ist ein unentdeckter Ort, ne? Noch was Meter. Aufheben. So, gehen wir hoch. Nein, ich lasse euch nicht frei. Dann beißt er mich. Hier geht's hoch. Die machen wir auch noch nicht, oder? Ah doch, da waren ja die zwei. So, können wir hier synchronisieren. Das haben wir gar nicht gemacht auf unserem Startboard. Bei dieser großen Zeus-Statue. Dann können wir uns hier synchronisieren. Kleptos, neuer Ort entdeckt. So, das ist nur der Ort, ne? Banditenführer. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das ja auch schon mal. Ne? Hat er uns gesehen, der andere, ne? Hallo? Sehr nice. Gibt alles Erfahrungspunkte. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das direkt mit hier. Sehr nice. Das nehmen wir auch mit. Das und das und das. Very, very nice. Bam. Das ist echt ein Augeöffner. Ah, der ist neu, ne? Warte. Warte, ich komm zu dir. Oder kommst du runter? Da richtig vermöbelt, ey. Richtig vermöbelt. Das ist ja auch. Hallo. Durchsuchen. Da ist ein Schatz. Geil, haben wir den Ort hier auch noch gemacht. Sehr, sehr nice. Ort abgeschlossen. Thank you.
Rein geht's nicht ins Gebäude, ne? Ist auch irgendwie auch keine Tür. Ohne Tür. Schwer da reinzukommen. Okay. Das nehmen wir auch alles mit hier. Kleptos. Ecke. Ach, da oben ist es zum Synchronisieren, ne? Komm, lauf mal hin, Alexios. Und synchronisier uns mal. Synchron. So, einmal hier hoch. Das ist es, das Synchronisierungsgeschichte. Oder? 15 Meter, ne? Seid ihr auch feindlich? Synchronisieren, ne? Die sind friedlich, ne? Genau. Einmal. Soll die Leiter nehmen. So, hier können wir synchronisieren. Da. Nein! Wieso springt er denn daneben? Ganz, ganz normal hoch, okay. Aha. Da jetzt. Und wir synchronisieren. Wenn du einen Aussichtspunkt synchronisierst, kannst du per Schnellreise dorthin reisen. Du verbesserst damit auch Ikarus Fähigkeiten, einschließlich bla bla bla. Oh, das Coole ist, dann kann ich jetzt hier runter in diese Blätter rein, ne? Oder auch nicht. Warte mal, sieht das cool aus, ne? So. Wieso macht er das jetzt nicht? Genau, ja, das war der Sprung. Bam. In die Blätter reingesprungen. Sehr nice, echt. Auf dem Hügel gebaut. So, was haben wir hier? Wer ist böse? Wer ist böse mit mir? Ein Wolf? Wo denn? Da ist er. Einmal durchsuchen. Wow, guck mal, die Küste da unten, da mit den Säulen. Wow, wow, wow. Ich will gar nicht mehr aufhören. Hier liegt einfach so rum hier, ne? Cool. Sehr nice. Da ist. Tja. Ich sag mal dann, mit dieser schönen Aussicht hier machen wir jetzt mein Ende, ne? Alles klar. Danke und bis dann. Ciao.